In Erwägung, dass sie uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Guten Abend zusammen. Es freut mich sehr, dass es jetzt nach 2 Jahren geklappt hat, Arno. Ja, vielen Dank, dass Masch und Arno mich hier eingeladen haben. Und ich will jetzt gleich loslegen. Es geht um den Kapputsch. Er ist jetzt schon mehr als 102 Jahre her. Aber finde ich immer noch sehr, sehr spannend und eigentlich ja von vielen Leuten vergessen. Ja, was ich hier als erstes habe, das sind Originalaufnahmen vom 13. März 1920, als die Truppen des Freikorps Erhard in Berlin einmarschieren. Sie sehen die Reichskriegsflagge und normalerweise wird da immer noch draufgelegt, Preußens Gloria, das habe ich mal weggelassen. Und hier sehen Sie einen Fotograf mit einer Handkamera. Ja, also die war damals sehr wichtig und es gibt sehr wenig Filmaufnahmen, aber es gibt doch eine ganze Menge Fotos. Ja, die sind da einfach so reinmarschiert und haben die Hauptstadt besetzt. Wie das dann alles vorging, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, also das war am Morgen des 13. März 1920. Die Regierung der Weimarer Koalition, SPD, DDP und Zentrum, die waren eben geflohen. Es wird immer gesagt, die Sitze wären noch warm gewesen. Und hier haben wir schon einen wichtigen Vertreter der Putschisten, das ist der Wolfgang Kapp. Der wird immer als Landschaftsgeneraldirektor oder Landschaftsdirektor benannt, aber er war auch, was ich wichtiger finde, im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Ja, und ist eine sehr skurrile Szene, die sehen Sie dann auch von uns nachinszeniert. Der betritt die Reichskanzlei, lüpft seinen Hut ganz leicht. Und ein zurückgebliebener Staatssekretär namens Albert fragt ihn, die Herren wünschen. Und er sagt, wir übernehmen die Staatsgewalt. Aufgrund welcher Legitimation? Mit dem Recht des 9. November 1918. Wir sehen also, dieses Datum ist ganz, ganz wichtig. Ja, Oktober 1918, der Weltkrieg ist für Deutschland verloren. Die oberste Heeresleitung OHL fordert Waffenstillstandsverhandlungen nach 4 Jahren Angriffskrieg und Millionen von Toten. Ein ganz wichtiger Mann war eben hier Erich Ludendorff, der praktisch zu dieser Zeit immer noch so eine Art Diktator war. Hier sehen Sie zwei ziemlich schlimme Fotos, die sind aus dem Buch Krieg dem Kriege. Diese zwei Männer mussten mit diesen Verletzungen noch weiterleben. Das Buch wurde natürlich dann später von den Nazis verboten. Aber so sieht eben Krieg aus. Hier haben sie die Flotte. Und im Oktober wollte die Admiralität in einem letzten Kampf untergehen. Es kam zum Aufstand der Matrosen und eine revolutionäre Welle erreichte ganz Deutschland. Hier sehen Sie Matrosen, die ein Gefängnis gestürmt haben in Wilhelmshaven. Ja, 9. November 1918. Im ganzen Land bilden sich Räte. Hier sehen Sie Berlin am 9. November. Ein Matrose mit einer roten Fahne. Und auch in Berlin ist Revolution und das Heimatheer schließt sich an. Es war übrigens auch nicht spontan, also die revolutionären Obleute und die und Spartakus haben das recht gut organisiert. Und hier sehen wir, wird gerade eine Kaserne übernommen, also das Heimatheer hat sich praktisch kampflos angeschlossen. Friedrich Ebert von der Sozialdemokratie kommt an die Macht und es bildet sich ein Rat der Volksbeauftragten aus SPD und USPD, also der unabhängigen Sozialdemokraten und die zwei haben sich, diese zwei Parteien haben sich gespalten im Jahr 1916, 17. Und diese Geschichte war ja auch wesentlich dafür verantwortlich, dass dieser Krieg weiterging.
Während des Weltkrieges stimmte nämlich die SPD bis 1918 für die Kriegskredite, also SPD muss man sagen, natürlich die Leitung und die Fraktion. Und die Kriegsgegner flogen eben 1916 aus der Fraktion heraus. Es wird immer gesagt, die hätten sich abgespalten, nein, die sind rausgeflogen. Ja, und dann sind sie auch ziemlich schnell auch aus der Partei rausgeflogen. Hier haben wir zum Beispiel Eduard Bernstein, der ja als Revisionist galt, auch der ist in die USPD eingetreten. Und Liebknecht und Rosa Luxemburg haben sich mit der Spartakus-Gruppe erstmal angeschlossen an die USPD. Ja, das war dann eben die Gründung der USPD. Und es gab immer noch die MSPD, die Mehrheitssozialdemokratie, Ebert, Scheidemann. Und die mussten jetzt im November 1918 zusammenarbeiten. Ja, die Offiziere des Kaiserlichen Heeres waren natürlich extrem schockiert von diesem 9. November, weil die Revolution kam aus der bewaffneten Macht selbst heraus. Damit hatten sie nie gerechnet. Der Kaiser flieht, muss abdanken. Hier sehen wir ihn am Bahnsteig, da wartet er auf seinen Zug nach Holland. Ja, und die Marineoffiziere trifft es eben ganz besonders, weil sie sahen sich als eine Art Ritterorden eines zukünftigen Reiches. Hier haben wir die Admiralität auf einem Großkampfschiff. Ja, ich nehme mal ein Beispiel heraus. Das ist der Kapitänleutnant Niemöller. Der Name ist Ihnen bestimmt bekannt. Hier sehen wir ihn mit seiner Mannschaft. Der war nämlich U-Boot-Kommandant. Und der hat später im Jahr 1935 seine Memoiren geschrieben und daraus ein Text: Ich bin bei allem Grauen des Krieges mit sehr großer Selbstverständlichkeit und ohne eine Erschütterung, die mich in der letzten Tiefe der Seele gepackt hätte, hindurchgekommen. Die Erschütterung, die endlich die Grundfesten meines Wesens und Daseins ins Wanken brachte, das war erst die Revolution, die kein Umbruch, sondern ein Zusammenbruch war. Damals versank mir eine Welt. Also nicht der Krieg hat ihn schockiert, sondern die Revolution. Zu ihm kommen wir dann nochmal. Ja, wer war schuld am verlorenen Krieg? Die Sozialdemokraten, obwohl also die Führung der SPD diesen Krieg ständig unterstützt hat. Und es entstand der Dolchstoß, also der Mythos vom Dolchstoß. Und da wurden gleich noch ein paar andere mit als Schuldige gebrandmarkt. Hier haben sie Scheidemann mit dem Dolchstoß und hier haben sie die Front. Und es hieß natürlich, die Front hätte bestanden und die Politiker im Rücken hätten sie eben erdolcht. Hier haben sie Erzberger, der war also im Zentrum, katholisch. Ja. Und natürlich sitzen dahinter immer die Juden. Ja. Also das war die Lüge vom Dolchstoß. Und es wurde dann weitergeführt. Natürlich waren auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht schuldig, die Spartakisten. Und das Trauma der Rechten war natürlich der 9. November 1918, den wollten sie wieder umdrehen. Und sie haben natürlich auch Leute wie Ebert als Novemberverbrecher bezeichnet. Einer der Hauptakteure war Ludendorff. Ja, wie sah aber die Militärpolitik der Revolutionsregierung aus? Ein Tag nach der Revolution klingelt das Telefon bei Herrn Ebert in der Reichskanzlei und der Chef, der damalige Chef der obersten Heeresleitung, Generalleutnant Gröner, ist am Telefon. Hier gibt es sogar ein Foto von diesem Telefon. Und sie schließen praktisch einen Pakt. Und Gröner sagt dann später unter Eid aus in einem Prozess: Der Zweck dieses Bündnisses war die restlose Bekämpfung der Revolution und des Bolschewismus. Einen Tag später wiederum gibt es noch eine ganz wichtige Geschichte, da musste Matthias Erzberger vom Zentrum den Waffenstillstand unterzeichnen. Es war also nicht eine Folge der Revolution, sondern es war schon vorher klar, dass der Krieg verloren war. Und komischerweise wird also dieser Waffenstillstand nicht von einem Militär, von einem General unterzeichnet, sondern von einem bürgerlichen Politiker. Da gibt es kein Foto von diesem Treffen in Compiègne.
im Wald, da wurde also ein Eisenbahnwaggon abgestellt und da musste Herzberger alles unterzeichnen. Und ganz wichtig ist, er hat sich vorher mit der obersten Heeresleitung getroffen und die haben gesagt, auf alle Fälle unterzeichnen. Wenn man da, wenn die nichts nachgeben, alles unterzeichnen. Die Generäle haben sich natürlich gedrückt davor, das zu unterzeichnen. Dann, weitere vier Tage später, einigen sich die Chefs der Gewerkschaften mit dem Chef eines der reichsten Kapitalisten. Es kommt zum sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen. Legin war ein SPD-Links, war ein SPD-Gewerkschafter, Gewerkschaftsboss. Und sie haben sich getroffen, und zwar 21 Industrieverbände und 7 Gewerkschaften. Und sie haben über die Köpfe hinweg der Arbeiter und Arbeiterinnen Folgendes beschlossen: Anerkennung der Gewerkschaft, 8-Stunden-Tag, also 48-Stunden-Woche, da muss man den Samstag immer noch dazu rechnen. Tarifverträge, aber eben keinerlei Sozialisierung. Und wichtig ist auch, was Legin schon im Krieg gesagt hat, 1914 im Krieg hört die Demokratie auf, da entscheiden die Vorstände. Ja, im Dezember dann 1918 war der sogenannte Reichsrätekongress. Zwei Drittel davon waren SPD-Mitglieder und der beschließt die Nationalversammlung und eben kein Rätesystem. Das wird meistens über diesen Rätekongress gesagt, aber er hat noch zwei ganz wichtige Beschlüsse gemacht, nämlich die sogenannten Hamburger Punkte. Das war also eine radikale Demokratisierung der Armee, eine Volkswehr mit gewählten Offizieren. Da sollte auch keine Grußpflicht mehr sein, es sollten auch keine Toiletten und so weiter mehr sein. Also das wäre eine basisdemokratische Armee gewesen. Und drittens sollten die Produktionsmittel vergesellschaftet werden. Und ausgeführt wurde natürlich nur der Punkt 1, die anderen zwei sind ziemlich schnell unter den Tisch gefallen. Ist übrigens alles schon im Erfurter Programm der SPD von 1891 gestanden. Übrigens sind diese Hamburger Punkte, diese sogenannten Hamburger Punkte, auch schon 1848 in der Paulskirche aufgetaucht. Wichtig ist auch, dass also diese Forderung nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel in diesem Rätekongress von Karl Severding, SPD, vorgebracht wurde. Ja, dann kommt es sehr schnell zu Auseinandersetzungen. Aus den Matrosen hat sich eine Volksmarinedivision gebildet, die auch die Regierung bewacht. Und die waren ins Schloss einquartiert. Sie sehen hier die rote Fahne, fehlte tatsächlich beim Schloss. Das ist ja jetzt wieder aufgebaut, aber die rote Fahne fehlt natürlich. Ja, Weihnachten 1918 kommt es dann zu Auseinandersetzungen mit der Volksmarinedivision. Das ist sehr ausführlich in meinem Buch beschrieben über die Volksmarinedivision. Da kann ich jetzt nur ganz kurz drüber berichten. Denn Ebert lässt also mit Kanonen dann auf die Matrosen schießen. Und so sieht das Schloss dann kurz danach aus. Aber die Matrosen gewinnen sozusagen, es gibt eine Vereinbarung und die alten kaiserlichen Truppen müssen sich zurückziehen, die also inzwischen in der Stadt einmarschiert waren. Und aufgrund dieses Befehls von Ebert verlässt die USPD die Regierung und dann haben wir eine reine SPD-Regierung. Und Ebert ruft den Militärexperten Gustav Noske, der also in Kiel auch versucht hat, die Revolution zu unterbinden, den bittet er, jetzt nach Berlin zu kommen. Wir haben rechts an Noske und links an Ebert. Ja, und der kommt tatsächlich kurz nach Weihnachten nach Berlin und verhindert, wie also der Adjutant des Kriegsministers in seinem Tagebuch berichtet, man müsse auf jeden schießen, der Truppe vor die Flinte kommt. Ja, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründen mit vielen anderen, natürlich auch vor allem mit den Bremern Linksradikalen, die KPD. Und wir haben jetzt drei Arbeiterparteien, die SPD, die USPD und die noch sehr kleine KPD. Ja, hier haben Sie ein Plakat aus dieser Zeit, also da wurde also die Angst vor dem Bolschewismus geschürt. Sie
sehen hier also ein Ungeheuer, das die friedlichen Leute auf dem Land bedroht. Und da wurden dann gleich die polnischen Verbände auch noch mit dazu gezählt. Und das ist tatsächlich ein Plakat, was also von Moskau unterschrieben ist, also von einem Sozialdemokraten. Und hier herrscht die preußische Regierung, also auch noch ein Sozialdemokrat. Das ist Hauptmann Waldemar Pabst. Der wandelte eben seine kaiserliche Elitetruppe, mit der er es nicht geschafft hat, das Schloss zu erstürmen, in ein schlagkräftiges Freikorps um. Und finanziert wurde die Truppe, man wird es sich vorstellen können, von Hugo Stinnes, eben jenen, der zu den reichsten Kapitalisten Deutschlands zählte und der eben dieses merkwürdige Abkommen mit Herrn Legien geschlossen hatte. Es entstehen natürlich noch weitere Freikorps, zum Beispiel die Marinebrigaden Erhard und Löwenfeld, die dann im Putsch eine wichtige Rolle spielen. Und alle diese Freikorps werden von der SPD-Regierung beauftragt, sind also zu dieser Zeit Regierungstruppen. Dann kommt es zum unseligen Januaraufstand. Liebknecht und Teile der KPD und auch Teile der USPD, wobei also die praktisch überwiegen, ja, erklären die Regierung für abgesetzt, nachdem also der Polizeipräsident, der USPD-Polizeipräsident Eichhorn von der SPD abgesetzt wurde, kam es zu Massendemonstrationen, da sind wirklich Hunderttausende in Berlin auf die Straße gegangen und zum Teil, wie Sie rechts sehen, waren die schon ganz gut bewaffnet. Ja, es kommt komischerweise zu Zeitungsbesetzungen. Die Bahnhöfe werden erst sehr spät besetzt. Und ein Hauptziel ist der Vorwärts, der natürlich auch als SPD-Blatt den Krieg unterstützt hat und immer auch gegen Liebknecht und gegen die USPD gehetzt hat. Komischerweise wird es der Spartakus-Aufstand genannt, obwohl also Spartakus eigentlich mit relativ wenig Leuten beteiligt war. Und es war wirklich sehr spontan zum Teil und auch ganz viele USPDler dabei. Ja, vor Berlin formieren sich dann jetzt die Freikorps und die Regierung, die SPD-Regierung, lässt einen sehr interessanten Aufruf los. Wichtig ist der Satz, die Stunde der Abrechnung naht, ja, unterschrieben von der SPD-Regierung. Ich bin ja mal gespannt, wenn so ein Aufruf mal von Scholz kommt. Mal gucken. Ja, hier haben wir Gustav Noske und der arbeitet jetzt auch richtig gut zusammen mit Pabst. Ja. Die bilden also eine Einheit und Noske sagt seinen berühmten Satz, einer muss der Bluthund werden. Das ist eins der Opfer. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen, zum Teil und zum großen Teil auch mit Artillerie. Erstmalig in einer deutschen Großstadt wird also Artillerie gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt. Ja, Luxburg und Liebknecht werden ziemlich schnell gefangen. Sie sind nicht geflohen aus der Stadt raus. Sie haben da einiges falsch gemacht. Und sie werden ins Eden-Hotel gebracht. Das ist die Zentrale von Pabst und seinem Freikorps. Das ist das Innenhotel da hinten, davor das Regierungspanzer. Das ist ausgebombt worden und wurde nicht wieder aufgebaut. Das stand gegenüber dem Zoo. Ja, und Pabst beschließt die Ermordung der beiden und spricht diese Ermordung, die dann auch tatsächlich passiert, nach seinen Angaben in seinem Nachlass telefonisch mit Noske ab. Wenige Tage später kommt es zur Wahl. Zum ersten Mal dürfen auch Frauen wählen. Angeblich haben sie meist konservativ gewählt. Da gab es natürlich noch keine so Erhebungen wie heute. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Auf jeden Fall wurde Ebert zum Reichspräsidenten dann ernannt. Und die SPD wurde die stärkste Partei. Aber selbst zusammen mit der USPD hätte sie nicht die Mehrheit. Ja, nochmal kurz zurück während des Krieges.
in diesen 4 Jahren gab es also Gewinne der Metallindustrie von plus 175%. Die chemische Industrie hatte sogar 200% Gewinne. Und wieder taucht Herr Stinnes auf, der also nach Rathenaus Angaben einen Gewinn von 200 Millionen machte in diesem Weltkrieg. Dann nochmal kurz zum Kalorienverbrauch, der war 1914 bei 4000 Kalorien im Schnitt. 1918 gab es noch 2000 Kalorien. Notwendig wären aber zum Überleben 3000 Kalorien gewesen. Das heißt, Eier, Milch und Fleisch waren also kaum mehr zu bezahlen. Es gab Hunderttausende, die verhungerten und Millionen magerten ab oder erkrankten. Eine Folge dieses Krieges. Und diese militärisch-terroristisch organisierte Kriegsproduktion führte natürlich zu gesteigerter Arbeitsintensität, verlängerte die Arbeitszeiten, führte in der Massenproduktion zur physischen Erschöpfung. Ganz besonders schlimm war es natürlich im Bergbau, an der Ruhr, an der Saar und in Oberschlesien. Deswegen gab es auch im Frühjahr 1919 Massenproteste und Streiks in ganz Deutschland. Hier sind wir auch Frauen, die dann auch zum ersten Mal auf die Straße gegangen sind. Und besonders heftig war die ganze Geschichte in den Industriegebieten Mitteldeutschlands, im Ruhrgebiet, in Berlin. Und es gab sogar Räterepubliken, das wissen Sie sicher, in Bremen, aber auch in Braunschweig und ganz heftig in Bayern. Ja, dann wurden diese Freikorps gegen dieses Aufgebären eingesetzt. Besonders blutig war der Terrorbefehl von Papst und Luther, der im März 1919 gegen einen Generalstreik erhoben wurde. Und da hieß es, jeder mit der Waffe in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend sei zu erschießen. Daraufhin gab es 1200 Tote in wenigen Tagen, natürlich ganz viele Unschuldige auch dabei. Die Zerschlagung der Räterepublik in Bayern hat bis zu 1000 Toten geführt und Noske kommentierte das dann, wie ein Offizier unter Eid aussagte, er wäre der Letzte, der hinter einem kleinen Leutnant wegen einer vielleicht nicht ganz gerechtfertigten Erschießung herlaufen und ihm den Prozess machen würde. Ebert, die Parteiführung und die Fraktion der SPD billigten diesen Terror. Ja, hier sehen wir noch das Freikorps Oberland, das war Teil des Freikorps Epp. Die haben sich natürlich besonders maskiert, ja, haben sich Lederhosen angezogen und sind da dann natürlich für den Fotografen hier einmarschiert. Der Fotograf war dann später der Leibfotograf Hitlers, Hans Hoffmann. Und einer aus diesem Freikorps war kein geringerer als dieser Mann, Heinrich Himmler, noch ganz jung, und wie gesagt, diese Freikorps haben gnadenlos getötet. Zwei Zitate, gerade die Freikorpskämpfer erscheinen als Vorbild für den Ostkrieg, Ausrottung des Bolschewismus, doch mehr oder weniger verfahrenslose Liquidierung aller ergriffenen Kommunisten und angeblichen Kommunisten. Das schreibt Christian Streit, also der kein Linker ist, in seinem Buch Keine Kameraden, die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-45, ein ganz wichtiges Buch, immer noch ein Standardwerk. Ja, und wiederum ein bürgerlicher Historiker, Noskes Erschießungsbefehl reiht sich so als unwürdiges Glied in eine Kette präfaschistischer deutscher Gewalt. Politik, schreibt Ottmar Jung in den erstaunlich militärgeschichtlichen Mitteilungen. Juni 1919, es regiert die Weimarer, sogenannte Weimarer Koalition aus SPD, DDP und Vorgängerpartei von der FDP und Zentrum regieren. Und es kommt eben durch dieses Zerschlagen zur scheinbaren Befriedung des Landes. Wir sehen die Regierung in Weimar, im Nationaltheater.
aber der Versailler Vertrag muss unterzeichnet werden. Schließlich war der Krieg verloren worden, aber inzwischen hatten sich diese Freikorps weiter ausgebreitet, von der Regierung gefördert, gab es eine durchmilitarisierte Gesellschaft. Es gab die Reichswehr, es gab die Freikorps, es gab die sogenannte Sicherheitspolizei, die SIPO, es gab eine ganze Menge Zeitfreiwillige und es gab auch noch Einwohnerwehr zusammen. Und dann gab es noch die technische Nothilfe, also die sozusagen für Streiks eingesetzt wurde, wenn irgendwelche Betriebe gestreikt wurden oder Energieversorgungsunternehmen gestreikt wurden, dann hat die technische Nothilfe eingegriffen und das auch mit Waffengewalt. Ja, und zusammen waren das 1 Million Soldaten. Das waren also mehr als das stehende Heer des Kaisers. Doch die Alliierten machten ihnen einen Strich durch die Rechnung, nämlich all diese Truppen sollten verschwinden und die Reichswehr auf 100.000 Mann verkleinert werden. Die Militärs sträubten sich natürlich und tatsächlich hat sich Noske dann als Diktator angeboten. Hier sehen wir ihn. Rechts ist General Merker, wie er die Freikorps begrüßt, auf einem Übungsplatz kurz vor Berlin, einer der seltenen Filmaufnahmen. Ja, aber Ebert wusste, dass eine Diktatur in Noske zum Generalstreik führen würde und er hat diesen Plan verworfen. Der Vertrag musste unterschrieben werden. Die Militärs hatten auch ganz klar gesagt, also die wichtigsten Gröner zum Beispiel, dass da nichts geht und dass dieser Vertrag unterschrieben werden muss. Papst war natürlich ziemlich sauer und er schrieb später, wir wollten und mussten zunächst einmal ein Stück mit den Sozialdemokraten zusammen marschieren, um unseren gemeinsamen Feind, den Spartakismus, abzuwürgen. War dies geglückt, dann wollten wir unseren bisherigen Verbündeten die Rechnung vom November 1918 vorlegen und von ihnen begleichen lassen. Ja, und er versuchte schon im Sommer 1919 zu putschen. Es war aber ein merkwürdiger Putschversuch, denn er wollte den Reichspräsidenten Ebert und den Reichswehrminister Noske als Diktatoren haben. Da konnten die natürlich nicht mitmachen und das scheiterte. Die Freikorps, also vor allem sein Freikorps, das Garde-Kavallerie-Schützendivision, wurde dem Friedensvertrag entsprechend aufgelöst. Und aber großteils in die Reichswehr übernommen. Jetzt gründet Papst die Nationale Vereinigung, das war also eine Putschtruppe, in der eben ganz viele Offiziere und Bankiers und Kapitalisten zusammenkamen. Und sie wollten nichts anderes, als mit diesen schlagkräftigen Freikorps, die noch übrig waren, das waren eben die Marinebrigade Erhard und die Marinebrigade Löwenfeld, mit diesen beiden wollten sie putschen. Hier haben wir den Erhard und hier haben wir den Löwenfeld. Ja, und höchster General der Reichswehr war Walter von Lüttwitz, mit dem sich Noske eigentlich sehr gut verstanden hat. Aber hinter diesem Walter von Lüttwitz stand eben Papst und auch Ludendorff, der kurze Zeit nach Schweden geflohen war und dann jetzt zurückkam, vom Papst empfangen wurde. Und die beiden waren die Hintermänner dieses Putsches. Ich zeige Ihnen jetzt eine kurze Szene, die habe ich zusammen mit dem Bernd Fischerauer für den Bayerischen Rundfunk vor ungefähr 12 Jahren geschrieben und inszeniert. Und das hält sich also an Originaldokumente. Ich meine jetzt Mikro. Herr Noske, ich muss entschieden protestieren. Die Reduzierung der Reichswehr auf 100.000 Mann ist mit mir unter keinen Umständen zu machen. Es wird nicht nur die Reichswehr betreffen. Es trifft auch die Marinebrigade. Aha. Eine Art. Sie fallen mir also den Rücken. Ich protestiere, Herr Noske. Mit einer derart kastrierten Truppe kann ich kein Reich verteidigen. Ja, noch nicht einmal unsere Küsten sichern. Das weiß ich, Admiral von Vorteil. Wenn Sie mir meine Freikorps, wenn Sie uns unsere Marinebrigaden nehmen, dann marschierten die russischen Bolschewisten unmittelbar nach der Schneeschmelze durch Polen und bedrohten das Reich. Wollen Sie das verantworten? Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Marinebrigade Erhard eine Truppe des Nationalwiederaufstiegs ist.
dass diese 5000 Mann in der Lage wären, die ganze polnische Armee in Fetzen zu schlagen. Und ich weiß auch, dass diese Formation viel wertvoller ist als jede andere. Wir haben für Sie die Spalterkisten erlebt. Und Sie haben nun Ihr Versprechen einzulösen. Die Taten der Vergangenheit sind eine Bürgschaft für die Zukunft. Da nach dem Machtanspruch der Entente das alte Heer durch eine Freiwilligentruppe ersetzt werden soll, müssen die in der Stunde der Not geschaffenen Freikorps zu einer dauernden Einrichtung werden. Aber je kleiner die Schar, desto größer die Aufgabe. Ich weiß selber, was ich geschrieben habe. Dann halten Sie die Hauptgerade, bitte mit dich tot! Wollen Sie, dass es zu einem neuen Krieg kommt? Wenn es sein muss. Ich werde dich dulden, dass eine solche Kerntruppe zerschlagen wird. Wir lassen uns nicht auflösen. Wieder stürzen wir die Regierung. General Reiner, General von Sieg, ich habe Sie zu so später Stunde zu uns gebeten, weil authentische Nachrichten vorliegen, dass die Brigade Erhard von Döber jetzt aus im Anmarsch auf die Hauptstadt ist. Leider hat sich die Sicherheitspolizei für neutral erklärt, sodass wir uns in den Schutz der Reichswehr begeben müssen. Ich habe mit Herrn Minister Moskau schon einen Plan ausgearbeitet. General von Sieg? Ein Kampf von Reichswehr gegen Reichswehr ist nach der Ansicht meines Staates um jeden Preis zu vermeiden. Der Schaden für die Truppe wäre unermesslich. Ich denke auch, dass die Chancen für die regierungstreuen Teile der Reichswehr, die Marinebrigaden schlagen zu können, sehr gering anzusetzen sind. Wollen Sie damit sagen, Herr General? Sie weigern sich, auf diese Meuterer zu feuern? Truppe schießt nicht auf Truppe! Das ist ein unerhörter Vorgang. Ich bin der Meinung, sich diesen Putschisten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu widersetzen. Sie haben gefälligst zu schießen, ich befehle es Ihnen. Sie haben mir nichts zu befehlen, General Reinhardt. Und ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Dann lege ich meine Funktion als Chef der Heeresleitung nieder. Und ich fahre in Urlaub.
Es wird immer behauptet, die hätten ihn eigentlich gar nicht unterzeichnet, aber sie haben ihn tatsächlich abgesegnet, bevor sie geflohen sind. Und für die Militärs war das natürlich ein Dammbruch in der Zusammenarbeit mit der SPD. Aber es kommt jetzt tatsächlich zum größten Generalstreik, den Deutschland je erlebt hat. Es liegt praktisch alles still. Man sieht hier wenige Aufnahmen. Es ging wirklich gar nichts. Und hier sehen Sie Aufnahmen. Natürlich sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gefahren. Sogar die Wasserleitungen wurden abgestellt. Die Frauen mussten hier an den Brunnen. Und auch die in der Reichskanzlei sitzende Regierung Kapp hatte ihre Probleme. Und was gedenken Sie gegen diesen Generalstreik zu tun, Herr Korvettenkapitän? Dass Sie nur so laut sein müssen, Herr. Herr! Und Reichskanzler, bitte! Ist mir auch nicht. Die technische Nothilfe einsetzen. Unter entsprechender Bedeckung natürlich. Und was kann diese Nothilfe? Im ganzen Haus kein Wasser. Das gibt es doch nicht. Wenn ich sage. Er ist Arzt endlich aufgetaucht. Nein. Die werden ihn noch nicht wirklich verhaftet haben. Sie sagten Nothilfe. Sie wird dafür sorgen, dass das Wasserwerk wieder Wasser liefert. Wasser liefert sich da Zentrums haben sich angeschlossen.
Hier haben Sie noch eine Karte aus Mecklenburg und Pommern, wo Sie sehen, dass es also überall Kämpfe gab. Einer, der sich natürlich auch sofort den Freikorps angeschlossen hat, war Leto Vorbeck, also der im Kolonialreich gewütet hatte. Hier eine Meldung aus der FAZ 2005. Er war mitverantwortlich für den Tod von über 1 Million Afrikanern in einem militärisch völlig sinnlosen Krieg im heutigen Tansania, schreibt die FAZ 2005. Und das hat sie dann 2018 bis 2019 geschrieben. Er wäre in einem ganzseitigen Artikel der Löwe von Afrika gewesen. Also da haben die FAZ ihre Meinung geändert. Und hier haben sie auch ein Freikorps, das ist das Freikorps Rossbach, das also da in Pommern und in Mecklenburg agiert hat. Hier sehen Sie auch einen Ausweis. Sie sehen, wie der eingerahmt ist. Und aus diesem Freikorps sind zum Beispiel ganz viele Nazis hervorgegangen. Bormann, Danuege, Heines, Eldorf, Kammler und auch Rudolf Höss, der spätere Kommandant von Auschwitz. Die alle sind aufgeführt in unserem Lexikon, das wir zusammen mit dem Robert Kozicki gemacht haben. Da sind also möglichst alle Freikorps-Leute, die dann später im Faschismus im Deutschen eine Rolle gespielt haben, aufgelistet. Ja, auch die Brigade Erhard hat sofort geschossen. Am Hallischen Tor schoss sie in die Menge. In Charlottenburg wurde mit MGs auf die Demonstranten geschossen. Auch an anderen Orten noch in Berlin. Und schon die Bilanz des ersten Tages waren in Berlin 20 Tote. Jetzt sind wir im Ruhrgebiet. Da gab es den General von Batter. Das war auch Kommandeur eines Wehrkreises, nämlich dem Wehrkreis des rheinisch-westfälischen Industriegebietes. Und der schreibt in einem Telegramm an seine Korpsführer: Habe mich von der alten Regierung losgesagt, kann mich aber wegen Volksstimmung nicht auf den Boden der neuen Regierung stellen. Ja, da gibt es natürlich auch ein Ruhrgebiet Freikorps. Das war das Freikorps Lichtschlag, im Volksmund Totschlag genannt. Und auch hier haben sich SPD, USPD, KPD und teils auch Bürgerliche und Syndikalisten, die waren ganz wichtig auch im Ruhrgebiet, haben sich spontan in die sogenannte Rote Ruhrarmee zusammengeschlossen. Jetzt wurden diese Freikorps tatsächlich von sehr vielen Arbeitern, die sich bewaffnet hatten, vertrieben. Und die Rote Armee beherrschte praktisch das Ruhrgebiet. Interessant ist auch, dass eine Schulklasse mit ihrem Lehrer, Karl Stemmer, der war auch einer der Anführer in dieser Ruhrarmee. Das ist die einzige Filmaufnahme, die es von dieser Roten Ruhrarmee gibt. Die Zahlen schwanken zwischen 50 und 100.000. Ich schätze, es waren so bis zu 80.000 Mann. Und es gab auch Krankenschwestern, wie man hier auch sieht. Und die sind natürlich mit Lastwagen und Anhängern und mit Fahrrädern haben die sich fortbewegt. Es gab aber keine zentrale Führung. Ja, 17. März 1920, hier sehen Sie Herrn Kapp, wie er nach Schweden davonfliegt. Und der Putsch ist also schon wenige Tage danach, also nach 5 Tagen gescheitert, eben aufgrund dieses gigantischen Generalstreiks. Und die Putschisten fliehen, werden natürlich nicht verfolgt. Hier zieht die Marinebrigade Erhard aus der Hauptstadt ab. Sie sehen jetzt hier Volksmassen, die die Truppen beschimpfen und sofort wird in diese Volksmassen hineingeschossen. Es gibt hier sogar eine kurze Filmaufnahme.
Die Reichsregierung ist aber am 18. März immer noch in Stuttgart. Und da wird Herr Legin auf seine alten Tage richtig revolutionär. Denn er verlangt, dass die Gewerkschaften, also die Gewerkschaften verlangen in Berlin eine Arbeiterregierung mit der USPD, also wie während der Novemberrevolution. Aber die USPD und ihre Führer lehnen die erstmal ab. Und dann kam natürlich die Regierung auch, war dann schon wieder auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin. Trotzdem gab es ein 9-Punkte-Programm, das ganz interessant ist. Nämlich, es sollte entscheidender Einfluss der drei Verbände auf die Regierung und die wirtschafts- und sozialpolitische Gesetzgebung geben, also der Gewerkschaften. Dann sollte es Entwaffnung und Bestrafung der Putschtruppen gegeben, den sofortigen Rücktritt Noskes, die Reinigung der Verwaltungen, Demokratisierung der Verwaltung plus Mitbestimmung der drei Gewerkschaften, Ausbau der Sozialgesetze, sofortige Sozialisierung des Bergbaus, Enteignung von Grundbesitzern und eben Auflösung der unterrevolutionären militärischen Formationen. Übernahme des Sicherheitsdienstes durch die organisierte Arbeiterschaft. Das hat also Legin persönlich gefordert. Und was machen aber die im Urlaub gewesenen Generäle, vor allen Dingen Herr General Seegt, der ruft den Ausnahmezustand mit illegalem Standrecht aus. Und dieses Standrecht wird nicht gegen die Putschtruppen verwandt, sondern gegen die Streikenden. Und die Putschtruppen erklären sich Hakenkreuz am Stahlhelm plötzlich für regierungstreu. Hier haben wir nochmal Aufnahmen von der Ruhr-Armee. Die haben Essen, Dortmund, Hagen, Hamburg und Dinslaken besetzt. Und eben die Freikorps mussten das Ruhrgebiet räumen. Das war hier der Ratskeller in Duisburg. Und das ist, glaube ich, in Dortmund. Da sieht man auch erbeutete Kanonen der Reichswehr. Also da hatte die Rote Ruhrarmee dann tatsächlich auch Artillerie. Und hier sieht man eine Karte des Ruhrgebietes. Hier unten ist die Ruhr und hier oben ist die Lippe. Und da gab es tatsächlich auch einen Frontverlauf. Also dieses Gebiet wurde von der Roten Ruhrarmee beherrscht. Hier oben hatte sich die Reichswehr, Teile der Reichswehr verschanzt. Und es gab verschiedene Zentralen. Es gab also eine Kommandozentrale in Hagen von der USPD. Dann gab es eine von der KPD und auch die Syndikalisten im Westen haben Truppen befähigt. Aber es gab halt keine gemeinsame Truppenbefehl. Tatsächlich erwacht jetzt nochmal die Rätebewegung im Ruhrgebiet. Die Vollzugsräte kontrollieren die Verwaltung, aber es war eben noch keine Diktatur des Proletariats, denn die Betriebsräte haben keine Enteignungen vorgenommen, das haben nur zum Teil die Syndikalisten gemacht. Die Rote Ruhrarmee war tatsächlich von unten organisiert, doch sie waren isoliert im Ruhrgebiet und die Bürgerlichen sind jetzt, nachdem der Putsch vorbei war, ausgestiegen. Jetzt kommt wieder Herr Severing zum Einsatz. Der wurde nämlich Staatskommissar und preußischer Innenminister. Und der beruft jetzt eine Konferenz in Bielefeld ein. Und da sind verschiedene Menschen aus der USPD, Anführer aus der USPD gewesen. Und diese Konferenz beschließt Entwaffnung, Bestrafung der Putschschuldigen, Gründung, gründliche Reinigung der öffentlichen Verwaltung, Schaffen neuer Sozialgesetze, sofortige Sozialisierung, Auflösung der verfassungsfeindlichen Truppen, also ganz ähnlich wie die Gewerkschaften in Berlin. Aber es sollten eben auch Ortswehren aufgestellt werden. Und es sollte kein Einmarsch der Reichswehr ins Industriegebiet stattfinden.
So, nicht beteiligt waren aber die Reichswehr, Teile der KPD und die Syndikalisten. Es war also ein Kompromissprogramm. Aber das Hauptziel wurde nicht erreicht, die Reichswehr wurde nicht aufgelöst. Severin trat dann wenige Tage später vor die Presse und sagte, sie hatte die Aufgabe, also diese Konferenz, durch Aufklärung den gutgesinnten Teil der Arbeiterschaft von denen zu trennen, denen es nicht auf die Abwehr des Kapp-Putsches ankam, sondern die mindestens die Absicht gehabt hatten, mit kommunistischen Wirtschaftstheorien zu experimentieren. Wie gesagt, er hatte ja die Sozialisierung vorgeschlagen im Reichsrätekongress und nochmal das Protokoll von Erfurt, wo alles dies gefordert wurde, also das waren die kommunistischen Wirtschaftstheorien. Er hat also die Spaltung auch ganz klar benannt und dann war auch klar, was passieren würde, nachdem eben auch faule Kompromisse im Osten geschlossen wurden, wurden hier die Freikorps abtransportiert. Das Gebiet war sozusagen befriedet und die haben sich konzentriert im Ruhrgebiet, um das Ruhrgebiet herum. Und auch General Watter, der ja eigentlich auch Putschistenfreund war, hat sich jetzt für die Regierung erklärt und ließ eben mit dem Freikorps das Ruhrgebiet einkreisen. Ja, auch der Zentralrat im Ruhrgebiet, die USPD und übrigens auch die KPD haben die Kampfeinstellung beschlossen und die Annahme des Abkommens. Aber die Reichswehr hält sich natürlich nicht an das Abkommen und die Kampfleiter der Roten Ruhrarmee wollen immer noch Wesel erobern. Interessant ist, einer dieser Kommandeure war ein Agent-Provokateur der Reichswehr, der wurde dann später von den Nazis liquidiert, wie es Karussein. Ja. Es war auch einer der ganz, der hat, es war der Einzige, der mal einen Putschisten hat erschießen lassen. Ja, die nach Berlin zurückgekehrte Regierung will jetzt die Rote Ruhrarmee aushungern lassen und lehnt das Abkommen intern ab. Also Ewald wollte damit nichts zu tun haben. Die Gewerkschaften, also auch diese Vereinbarung mit den Gewerkschaften wird ausgesessen und die Vollzugsräte im Pott wollen nachverhandeln. Aber dann gibt es ein Ultimatum der Regierung und General Watter stellt natürlich ganz unerfüllbare Forderungen. Die sollen sofort in einem Tag alle ihre Waffen abgeben. Völliger Quatsch. Und jetzt rufen die Vollzugsräte erneut zum Streik auf, aber der zerfällt leider. Und hier sehen wir die Einkreisung des Ruhrgebietes durch die verschiedenen Divisionen. Und ganz wichtig ist, sie umstellen das Ruhrgebiet und 85% dieser Truppen waren Putschisten. Es waren die, die gegen die Regierung geputscht hatten. Die werden jetzt von der Regierung gegen die Rote Ruhrarmee eingesetzt. Und es waren nicht nur ein paar, wie immer erzählt wird, sondern es waren 85, sogar manchmal 90%, kann man feststellen. Ja, die Arbeitereinheit zerfällt, wie von Severin vorgesehen. Auch die Rote Ruhrarmee zerfällt. Es gibt noch ein letztes Abkommen in Münster. Doch die Freikorps fallen schon ein und der Terror beginnt. Und hier haben wir die Akademische Wehr Münster. Da hat auch Herr Niemöller mitgemacht und die haben auch Menschen ermordet. Hier ist so ein Opfer. Tomaszewski. Ja, hier sehen wir Stuttgarter und Tübinger Studenten, die also auch sich auf den Weg ins Ruhrgebiet machen. Und auch hier sehen Sie das Zeichen der Zukunft. Die stehen unter General Haas, der eben die Regierung nicht bewacht hat in Stuttgart. Der darf jetzt ins Ruhrgebiet einfallen. Und natürlich auch die Marinebrigade Löwenfeld, ja, die also mit am Putsch beteiligt war. Und auch aus dieser Brigade kamen ganz schlimme Nazis, wie zum Beispiel Herr Killinger, der ja auch seinen Namen zurecht trug. Ja, und hier sind einige Dokumente. Da schreibt zum Beispiel ein Adjutant eines Sturmbataillons der 2., also der 3. Marinebrigade Löwenfeld und seine Eltern: Alle Wagen sind bewahrt mit Hakenkreuz, Tod allen Juden. Und hier sehen Sie
die Bemalung auf einem Transportwaggon, Hakenkreuz und Tod der Juden. Und tatsächlich hat auch die Brigade Löwenfeld einen Befehl herausgegeben. Zur Unterscheidung trägt die Brigade auf dem Stahlhelm auf der linken Seite das Hakenkreuz in Silber oder Weiß, Durchmesser 12 cm. Also diese ganzen Truppen, die meisten dieser Truppen haben schon das Hakenkreuz getragen. Das ist natürlich von der Thule-Gesellschaft, 1919 kam, das hat ja nicht Hitler erfunden. Aber es war natürlich auch schon damals ein völkisches, antisemitisches, rücksichtsloses Symbol. Hier haben Sie bayerische Truppen. Auch hier sehen Sie das Hakenkreuz, wie Sie von München wegfahren, ist die Brigade Epp. Und hier haben Sie einen Ausschnitt aus unserem Lexikon, da gibt es eine sehr lange Einleitung. Da haben Sie die ganzen SS-Generäle mit Freikorps-Vergangenheit. Also 50% dieser Generäle waren alle schon mal im Freikorps gewesen und hatten da eine entscheidende Position. Und es gab auch ganz junge Leute damals, die mit in diesen Freikorps waren, Himmler und Heydrich. Heydrich übrigens mit 15 Jahren war der schon in Halle in den Freikorps. Das war die sogenannte Kriegsjugendgeneration, also die gar nicht mehr im Krieg mitgemacht hat, aber die endlich mal kämpfen wollte und bauen wollte. Alles das kann man im Freikorps und Faschismus-Lexikon nachlesen. Ja, zurück nochmal zur Roten Ruhr-Armee. Da gab es also auch Frauen, die mitgemacht haben, Kartoffelschälerinnen und Krankenschwestern. Krankenschwestern, die wurden zum Teil auch ermordet, gnadenlos umgebracht. Hier haben sie auch nochmal Opfer der Freikorps, wurde sofort an Ort und Stelle wurden die erschossen. Gefangene wurden nicht gemacht. Dem Mann wurden auch die Stiefel weggenommen. Das war an einem Karfreitag in Dienstlaken. Auch Frauen und Mädchen wurden umgebracht. Es sind einige Opfer. Ja, aber zum Glück konnten viele der Kämpfer ins englisch besetzte Köln fliehen und eben auch ins Bergische Land südlich der Ruhr. Das musste mit Rücksicht auf Frankreich, durfte das die Reichswehr nicht besetzen. Und da sind dann also doch eine ganze Menge Leute davongekommen. Hier haben Sie ein Denkmal, das nachgebildet wurde, das haben die Nazis natürlich zerstört. Was war als Folge dieses Putsches? Die USPD gewinnt zwar stark dazu, zerfällt aber dann sehr bald und löst sich praktisch auf. Die SPD verliert die Macht in der Republik, die rechten Parteien gewinnen hinzu, der Antisemitismus steigt an und die Arbeiterbewegung ist tief bis in die SPD hinein traumatisiert. Das war die endgültige Spaltung. Und es gibt bürgerliche Historiker, die sagen, es war eines der größten Verbrechen der jüngeren deutschen Geschichte. Ja, hier haben wir noch ein Plakat von 2020, glaube ich. Kein Fuß breit dem Faschismus. Und auch ein wichtiges Zitat: Im vertrauten Kreise pflegte Max Weber öfters zu sagen, das nationale Unglück Deutschlands zeige, dass man noch nie einen Hohenzollern geköpft habe. Die Hohenzollern erheben natürlich inzwischen wieder Anspruch auf ihre Häuser und Kunstwerke, aber sie kriegen auch Kontra, selbst von jungen Moderatoren, der also einen der Prinzen als Prinz Dumm bezeichnet hat. Aber es geht immer noch weiter, also es wird ja immer noch verhandelt, ob die Hohenzollern wieder Teile ihres Vermögens zurückkriegen. Und wie gesagt, die FAZ würdigt den Nette Vorbeig als Löwe von Afrika. Da sind die beiden Bücher, die können gerne noch erworben werden und ich freue mich jetzt auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank. In Erwägung, dass sie uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht,
haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.